Okay, dann, Team Sommers holt sich das. Alles gut, Gandalf. Alles gut, Herr Kaschim. So, jetzt hören wir das Ding. Ich habe Teutonen, Briten, Chimären, Franken, die haben Slaven, Malier, Sarazen und Kuman. Oh, oh nee. Sommers mit Kuman. Alles kriegen wir hin. Ich habe ein gutes Team, ich habe Schlauchi, ich habe Smooth Criminalo und ich habe Jojo Baum. Alles gute Jungs. Ich habe Kuman. Alles gute Jungs. Man lädt es gerade nicht. Warum lädt es nicht? Es lädt schon, kein Kuman. Jetzt. Ja, manchmal, aber es fängt schon mal wieder. Das ist, weil du immer beim Laden in den Bildschirm klickst. Das mag das Spiel nicht. Ja, aber sonst fängt es überhaupt gar nicht an zu laden, habe ich so ein Gefühl. Jojo-Baum muss noch laden, dann. Dann gut, Lacke, fun. Viel Spaß, viel Erfolg. Hey, ja. Achso, Land Madness, jetzt gerade so Land Madness. Ist Land Madness, ja. Achso, ah, vielen Dank für den Tipp. Danke. Nicht kein normales Arab. Etwas andere Ressourcenverteilung. Etwas wilder und etwas aggressiver. Oh, ich habe keine Häuser gebaut, ich step, okay. Geil. Irgendwie kompletten Aussetzer gehabt im Gehirn. Es gibt ja so ein paar geheime Tricks, da müssen wir schnell mal sein Dir reinpushen sollte, Botkin. Den Tipp gebe ich dir mal an deinem Team. Ich kann dich recht schlecht hören, tatsächlich. Hast du was zu mir gesagt? Ja. Sag nochmal. Der Tipp, ein kleiner Tipp, recht schnell das Dir reinpushen. Alles klar, vielen Dank. So, und dann ist der Plan natürlich, gucken, wen haben wir auf der Außenseite, grau, okay. Das ist natürlich gar nicht so schlecht, ne? Also ich Schaf einsammeln, danke schön. Ja. Ja, schon ganz schön viel, ne? Put das hier außen. Ich hab schon mal eine Seite am Modus, also okay. Überlegen, was ich eigentlich spielen will jetzt. Machen wir erstmal hier die richtigen. Lauf doch bitte weiter. Rau, danke. So, meine Karte sieht sehr mistig aus. Aber krieg mal hin. Gibt Schlimmeres im Leben. Wir müssen runter ans Holz gehen. Und jetzt ich schaffe nicht mal wieder ab, damit ich den Sommers so laut höre. Sollen wir noch so ein bisschen zu kommentieren? Was hier so passiert. So, müssen wir dem Team schreiben. Um dir hier ein bisschen zu sagen, was so abgeht, das ist so ein bisschen der Plan. Und ja, dann gucken wir mal, was hier gleich passiert. Ich glaube, Schlauchnase ist einer der Gefährlicher aus dem Gegner-Team. Da sollten wir uns recht zeitnah um ihn kümmern. Ich war noch auch noch Rehe. Dass wir das da gut hinbekommen. Ja, man könnte eigentlich mit als Kuman noch recht früh schnell den zweiten TC bauen. Aber das will ich nicht machen in dem Spiel, aus Angst, dass ich gleich hier alle Gegner in der Base habe. Deswegen eher erstmal auf ein bisschen Scouts und dann später noch TC nachziehen. Das ist so ein bisschen jetzt gerade der Gedankengang. Mal gucken, ob sich... Okay, hier ist zu. Das ist gar nicht so schlecht. Den wollte ich eigentlich nicht spielen, aber dann ist das so. Der blockt sich hier auf jeden Fall ganz gut. Können wir nochmal einen hier runterziehen. Machen wir mal 19 Pop-Up. Ich suche eigentlich noch Gears. Eigentlich ist der Plan, noch Gears zu finden. Gucken, ob wir die noch finden werden. Das sieht gerade ein bisschen düster aus an der Dierfront. Da ist nochmal Gear. Steindinger hier, da kann man sich drauf bauen, dadurch kann man sich nicht komplett abmauern wie auf vielen anderen Karten.
So, daher hat der Name Land Madness. Sehr aggressive Karte. Oh Gott, das reicht schon gut. Nicht mal ansatzweise, ne? Haben wir uns ein bisschen verschätzt. Da müssen wir kurz eilen. Hier die noch sammeln lassen sollen. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Ah, na gut, Fehler passieren. Fehler passieren. Es, wir lassen jetzt hier kurz. Droppen gleich mal. Mehr davon machen, das ist natürlich ungünstig im Gesamten. Weil ich das am Anfang verkackt habe mit den Häusern. Jetzt mal oben. Ja, ein bisschen unterschätzt, wie wenig gut ich dann doch hatte. Ja, also, du baust mal bitte das. Ja, ihr holt euch dann die Rehe hier. Muss gleich mal scouten gehen, damit ich überhaupt weiß. Ja, mal gucken, was der Gegner macht. Freund in der Nacht. So, ich bin gegen. Und dann sag ich mal, Big Scouts ist nicht big genug, ne? Ich weiß nicht genau, wie gut der ist, ehrlich gesagt, aber das soll auch nicht so wichtig sein. Das sollte so ein bisschen der Plan sein. Das Botkin Arrow. Ach, du Kacke, was ist mit den Blutzeln gerade gewesen? Er wird natürlich sofort gefokust. Alle gegen Botkin! Mach hier so, ein bisschen. Scouten. Gandalf schon in der nächsten Zeit. Gandalf. Ist in der 10, ne? Na, strong abteilen. Er ist halt leider Pocket. Mal jetzt mal sehen, was da passiert. Lass mal noch ein Haus bauen von Klaas. Dann scouten wir mal, was Botkin hier da anstellt. So kann man sich hier schon abmauern, also ganz unmöglich ist es nicht. Wir gehen in den Grauen, wie man hier sieht. Sommers schleicht sich hier schon wieder rum. Was ist den hier? Locken ist wieder gegenseitig, ja. Schön, ich hätte. Ah. Yo, Hacker! Was ist der für ein Volk hier eigentlich? Ey! Scheiß Hacker! Das ging schon immer. Was? Er kommt raus. Na, hier wollen wir noch nichts machen. Das lassen wir noch kurz so geschehen. So. Da mal ran in den Speck. Dann sammeln wir hier oben die Scouts, um dann gleich bei Botkin etwas Stunk zu machen. So, und währenddessen weiter Felder bauen. Weiter Scouts bauen. Nochmal ein Haus bauen. Komm mal hier gleich mit hin. Wir müssen da gleich mal angreifen gehen. Du bist mit einem Scout in der Nähe, wenn du mich hörst, Grau. Kurz hier die Frau da stirbt. Sehr gut. Oh, er hat selber was in der Base, okay. Ah, die hätte die Frau erstmal töten sollen, ne? Da kommen orange Scouts. So, die Rier werden langsam alle. Ne, es sollte anfangen Holz zu sparen. Wo ist hier Ärger? Okay, da kommen wir nicht armes, da gehen wir mal dem Teammate helfen. Ah, ein Haus gebaut, das ist auch dumm. Dass der dagegen nicht stirbt. Fight einfach. Ja, Tamal ist tot. Okay, ich bin also jetzt gut unter Druck hier. Botkin. Das ist ganz gut. Jetzt helfen wir hier noch. Wieso hat der eine Scout dich angegriffen? Das ist ja Quatsch. Das war auch nie so geplant gewesen. Der wird ihn ja schlecht retten wollen. Jetzt mal hier das zweite TC. Ja, wir brauchen mehr Scouts. 6 Scouts ist nicht big genug, ne? Heite! So. Er muss mit seinen Wills kämpfen. Pike bauen. Einmal einer sterben? Was ist denn für eine Ziff? Franken, die haben mehr HP. Das ist natürlich eher ungünstig. Also wir müssen auch mal das hier abholen.
Auch hier mit dem Weiß, wir gewinnen den Scout-Fight langfristig nicht. Brauche ich alles noch nicht. Also wir wollen das hier mal ein. Okay. Ändern natürlich alles, dass wir das da langfristig nicht gewinnen. Genau, er muss so ein bisschen gegen ihn, sehr schön. Selber schauen, wie er bleibt. Manchmal eine Pike dazu bauen. Aber mal, dass die andere Seite hier Druck machen kann. Unsere Seite sieht nicht so gut aus. Aber mal, dass mein TC ja gleich abkommt. Und wir gehen angreifen jetzt, ne? Wir müssen den mal hinten gehen zu Hause, dass der nicht ganz so safe zu Hause ist. Nice, so, zwei DCs stehen, das ist gut. Meine Farm sind ein bisschen T90-Farm-Style, aber das ist okay. Ui, okay, hier ist Land unter. Ein Wood ist safe, wir gehen jetzt mal angreifen. Der war immer noch die dummen Bäume überall stehen. Smooth Criminal macht es natürlich sehr stark gerade, muss man nochmal dazu sagen. Sehr starkes Team, echt. Ich hoffe mal, dass wir ihn hier hitten können. Tank ist natürlich auch eine Stronge. Das ist auch Land Madness. Da kommen die Piken. Ich habe, glaube ich, nicht genug Piken. Ist das zu? Hoffentlich. Boah. Ah ja, jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, schien nicht auf der Ernst. Einfach weiter pieken, okay. Oh, da hat der zweite C, das hab ich ganz vergessen. Oh, ja. Müssen wir schnell was machen. Wir gucken mal, ob wir hier drüben hitten können. Den will ich aber auch nicht komplett außer Acht lassen. Mal wieder keine Häuser gebaut. Das ist echt so Thema des Tages hier. Oh Gott. Wie schnell gebaut werden. Wird dafür. Da brennt, glaube ich, nichts dran. Oh nein, nochmal. Werden halt ein paar Wales werden sterben. Das wird sich vermeiden lassen. So. Schaffen wir einfach mal. Aber jetzt habe ich es leider verloren. Hätte, glaube ich, mehr Scouts spielen müssen. Ne? Ja. Na gut, wir kaufen uns jetzt mal hier unseren Weg in die Ritterzeit. Oder vielleicht noch mehr Wild zu verlieren. Ah Gott, Botchen, du Nervensack. Natürlich auch ein bisschen im 2v1, das ist okay. Sollte schon machbar sein. Dann lass es ab, das ist ganz gut. Wir brauchen die Blacksmith. What's that? So. Das ist halt jetzt gefährlich, ne? Ja,
Ah, ich wundere, dass das der Böse? Ne, Gute. Das ist jetzt gefährlich, Gandalf, wenn du da intervenieren könntest. Ich bin gleich oben, 80%. Muss man Kriminal ausziehen, intervenieren. Da müssen wir erstmal Big Army pumpen hier. Ich will das gleich ganz mal. Wenn man erstmal jetzt kommt gleich. Kurz schießen, wenn du Micron kannst. Ja, vier doch alles, sehr gut. Ja, wir können ja jetzt fighten. Ah! Bis zwei ist drauf. Lol. Nice. Das ist aber sehr optimistisch, mein Freund Botkin. Okay, es ist sehr ausgeglichen bislang. Das ist nicht fightbar. Das ist nicht fightbar. Zurück. Ja, Hund, ich fühle mit dir. Ein Dorfbewohner fühlt mit dir. Ich brauche hier fast ja nochmal. Man meldet der Steinwolf sich. Okay. Sich offensiv. Wir brauchen vor allem Farm jetzt hier. So halbwegs Farm in halbwegs Safe Space. Dass wir jemals nochmal spielen wollen. Die arme Frau ist leider gestorben. Er ist auch sehr optimistisch. Ja. Aber sollte es möglich sein. Das ist aber harter Weiß. Das ist richtig gut. Oh shit, ja. Ist das ein harter Weiß? Ist es gar nicht. Alter, der fühlt. Eieiei. Müssen eigentlich auch langsam mal richtig low HP sein hier, eieiei. Irgendwo irgendein Wegpunktfehler. Bei denen alles gut, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich glaube, ist eher gemischt. Ich hoffe, Runa, die kommen ja noch dazu. Gut, aber können wir noch mehr einschicken. So, sorry, das kann ich ganz viel reden, ich war mir konzentriert, so wie es ist. Der Fokus ist da.
Muss da sein, oh ja, fucking Mensch. Ja, kriegt eine Bekehrung, ne? Da führt ja nichts mehr, Mensch. Sehr gut, mein Teammate ist in die Ritterzeit gekommen. Vielleicht ist da gleich nochmal ein bisschen Potential da. Sind wir die hier wenigstens tot? Ja. Reichen auch weniger Kamele? Nein, vielleicht nicht. Deshalb sollten einfach mehr Kamele hier schießen. Attention. Attention, 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 please. Oh, die Mange, Mate. Nicht auf die Mange diven, nicht! Ach, mutig. Ich guck mal, ob ich die Mange holen kann. Das sieht mir mal. Ah, ne, er sollte nicht hier hochgehen. Er sollte bitte hier hin. Oh, der Mensch kriegt noch Profil. Ah, fuck. Wo stirbt ihr doch was? Da unten! Oh Gott, ich will an der Mitte eingeschworen sind. Ich will gerne wissen. Ah, eklig. Auch noch ein TC. Oh Gott, hier sind viele Wissen gestorben, ne? Eieieiei. Kriegen wir gleich noch ein TC hingebaut, wenn man das Quatschturm abreißt. Noch ein TC bauen, bitte. Oh Gott. Ah ja, ist schon. Problem ist halt auch leider, dass er dadurch relativ uncontested ist. Also er hat halt zu wenig Gegenwehr zu Hause, leider Gottes. Ich hier. Mit! Ah. 2 gegen 1 ist dann doch nicht ganz so easy. Weil mir gleich das Gold ausgeht. Die Burg da wird mein Todesstoß. Das kriege ich nicht. Das kriege ich nicht verhindert. Können wir hier noch einen guten Fight nehmen? Ja, ich habe ja keine arbeitenden Farmer mehr, ne? Das ist hier alles sehr düster. Zurück. Ah, Ammo das ist auf jeden Fall. Ich fühle mich leicht verkauft. Leicht verkauft. Na gut, jetzt stirbt hier unten alles, ne? Willst nach oben wegziehen, könnt ihr noch ein Tief irgendwo hinbauen. Irgendwo noch eine Ressource, ja da. Wenn die aber wegkommen, die kommen glaube ich nicht mehr weg, ne? Ach, vielleicht können wir das chasen. Ah. Die willst hier rauskommen. Ja, wir werden trotzdem alles so gut verteidigen wie wir können. Ihr könnt vielleicht wieder arbeiten, ihr könnt nicht wieder arbeiten. Lange nichts mehr gesagt, tut übrigens leid. Ja, ich war sehr in der Zone, oder bin sehr in der Zone. Ach doch halt. Wenn jemand hat. Etwas Nahrung, bitte. Ja gut. Aha. Oh, kriegt er die Menschen da? Ja, danke, Gandalf. Freund, ich gemeint, das ist es nicht. Da wäre ja doch gehofft, dass unser Mate hier etwas Nahrung. Ah, das war jetzt Quatsch. Nochmal Tectonic Knights, ne? Ist halt leider nicht mehr defendbar. Von meiner Waffe aus. Wir könnten höchstens hier noch hochgehen. Nun halt jetzt hinten überall TCs droppen. Und währenddessen weiter aufbauen. Ja, hier mal das Rehr schießen. Und hier kann man glaube ich noch ein ganz gutes TC bauen. Wollen wir auch mal. Die Leute da sterben jetzt. Aufpassen hier, gefährlich. Ja, aber ich kann leider nicht mehr so viel providen. Sieht doch ganz gut aus eigentlich. Das wird halt gefährlich da oben, ne?
Und hier noch vom Grauen was. Ich schon noch hier oben willst nachbauen. Überall anders willst nachbauen, ist Quatsch. Können die unten noch so viele Ressourcen ausnehmen, wie sie können. Kriegen die Mangen alle for free. Geht jetzt zum nächsten weiter. Wir müssen jetzt hier helfen gehen. Oh ja, ich komme. Oh, am besten. Mit. Oh. Kann er nicht helfen. Du donatest leider nur mehr Army in seine Menschen rein. Versuch ihn hier anzugreifen. So ein bisschen hier so, an dem Wood. Dahin. Gut, den Mann können wir zumindest klären. Die Mangel wenigsten da und komm schon über die Mangel, danke. Raus. Der Trap ist mir egal. Gandalf ist auch das immerhin ganz gut. So, wir müssen hier auf jeden Fall anfangen, wieder Stelle hier vorne zu bauen, wenn wir die anderen bald verlieren. Der beklärt dann nicht drin. Hält mir das mal. Ja, einfach hier reingehen drauf. 14! Und dann kill. Ich hätte mich auch instant auf eine Burg gehen sollen. Ja, einfach nur, wenn ich hätte ahnen können, dass die mich instant dubbeln. Was ist er denn? Sacher 10er? Nice. Ja, das ist ganz gut. Das hier unten haben wir gleich gekillt. Die vielleicht doch so gekillt, die paar Kuchen da. Aber wenn das natürlich alles unbewacht ist, bin ich das so. Ich weiß gar nicht. Ach, hier wird er. Okay. 2, 3. So. Das kriegt man alles gekillt, das ist gut. Können wir auch die Felder hier wieder reclaimen? Okay, vielleicht war das kein guter Call von mir. Ich dachte, ich müsste der anderen Seite helfen, ehrlich gesagt. Nice, das ist gut. So, hier wird ein bisschen geradet. Hier oben ist scheiße, ne? Ich gucke, ob ich das klären kann. Gandalf, du musst jetzt ein bisschen performen hier. Guck mal, dass ich hier ein bisschen gegen die Raids zur Seite stehen kann. Eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Ausgehen heißt, die Eco läuft wieder einigermaßen. Wir gehen jetzt hier ein bisschen helfen. Versucht ja ein bisschen gegen die Raids zu helfen, Gandalf, falls du mich hören solltest. So, Kriminalus M, sehr schön. Genau, hier das gute Angriff, das ist sehr gut. So. Ich glaube, jetzt bricht es ein bisschen hier zusammen, ne? Das ist jetzt langsam. Ist stark unter Druck. Das ist ein bisschen gefährlich da. Ich glaube, Gandalf, du musst hier oben aushelfen gehen.
Da hätte ein Teutonic Knight am Umstellen kann. Was für eigentlich, ich muss eigentlich, habe ich noch meinen Markt? Nein, ich muss mal gucken, ob ich mich gleich hochkaufen kann. Und ich habe kein Holz für mehr davon. Und mehr davon. Gar kein Holz mehr. Passiert viel zu viel auf einmal. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht gerade. Das war viel zu viel. Lass mich mal schön ein bisschen da leben. Oh Gott. Das ist nicht so gut. Geht das ja noch einmal? Raids sind auch noch überall von uns. Das ist sehr gut. Ja, wir haben mal ein bisschen Risky. Ich hab Befehl noch abgebäude. Ich will noch beide Abgebäude schätze ich mal. Gott. Das ist natürlich eher weniger gut. Also. Das Problem ist, ich krieg halt als Commander auch leider keine Heavy Camel Rider. Und das hier ist halt ein Riesenproblem. Ich muss noch eine Burg erkaufen. Boah, das ist viel auf einmal hier. Das ist echt eine stressige Karte. Das wäre der Plan. Wer ist von denen der gefährlichste? Ja, Gandalf natürlich. Oh. Ich glaube, ich habe mir das erste Farm abgemacht, ne? Aber die Burg steht gleich. Ja. Das ist ein bisschen entspannter. Aber es sieht. Schon mal noch ein bisschen raiden hier. Ja, super optimal aus. Mal wieder chasen das Trauen, Gandalf. So langsam kriegen wir die Sache noch in den Griff, glaube ich. Extrem stressig ist und einfach sehr ausgeglichenes Spiel, muss man sagen. Wenn wir raiden gehen, ist alles gut schön. Raiden gehen ist irrelevant. Grau ist jetzt in der Imperialzeit. Das ist nicht so irrelevant, das ist gefährlicher. Versuchst so ein bisschen deine Ekombe zu protecten, das ist so ein bisschen mein Plan gerade. Okay, vielleicht mit Trap hier. Aber. Ich bin gleich oben. Was bauen, so. Was bauen, das ganze scheiß Stein verkaufen. Ich hab keine Schmiede mehr, auch eher ungünstig. Sehr schön, ich hab jetzt auch mein Paladin. Auch eher Great. Ungünstig. Überall sind verstreut ein paar Dudes. So. Ja, ich seh's, ich seh's. Schießt. Einsammeln. Da passt er nicht auf, der Jojo-Baum. Da kriegen wir die haben wir geklirrt. Ziemlich gut. Ja, das darf ich nicht kämpfen. Müssen wir uns hier unten drum kümmern. Oh Gott, Defab. Ich hatte nicht mal das Fall Defab. Ach, deswegen habe ich doch so verloren, Mann. Oh Gott. Das ist natürlich schwierig, das gebe ich zu. Not quite what was planned. Actually. Wir haben ein bisschen Farm Space hier. Wie du willst, aber solange ich nicht Popcap bin, ist mir das nicht so wichtig. Kurune. Da muss der Start umkümmern. Salam.
Meine Güte, genau. Das sterben ja auch viele Rills, ne? Die sterben halt auch alle. Ich hab nicht genug Arme, um überall gleichzeitig zu sein. Auf jeden Fall Pharma löschen, das ist viel zu viel. Ach, ist das der Tech-Up wenigstens? Ich muss ja das Dev-Up haben, ne? Ja, ich unten mal killen, danke bitte. Er will spawnen, aber. So, hast du jetzt mal ein Ende setzen, wenn wir kommen. Haben wir noch Army oder so? So. Ah, genau, das hier hinten ist ärgerlich. Aber hilft ja nicht. So. Den ist halt auch. So, dagegen vorgehen. Alle Eides erstmal wieder in die Arbeit schicken. Mit Farm bauen, an die Farm gehen. An die Farm gehen. So, die mal handeln. Einquartieren wieder. Oben ist auch keiner lang gerannt, da sehe ich noch. So, das können wir einholen. Dass der hier nicht weiter stänkt hat. So. Das müssen wir jetzt gewinnen. Das ist das nächste Problem. Das ist unser? Ja, sehr schön. Oh Gott. Ich bin ein Schreiter. Sehr guter Fight, sehr guter Fight. Alle Mann weg. Alle Mann hoch. Oh Gott, das ganze Mal. Ich glaube, die haben ja immer stirbt. Ich glaube, dann war's das. Und ist da noch was rausgekommen? Nein. Ja, ich glaube, wir haben nochmal einen ganz guten Kampf geliefert. So, jetzt erstmal schön mit der Masse hier rauf. Ja. Gehen wir mal hier hin. Hab ich schon meinen Trepp hier? Habe ich mal da drunter? Ja. GG schreiben die anderen. GG sage ich da auch dazu, das war sehr spannend bislang. War noch sehr knapp gegen das Ende auch. Uff, uff, sehr stark von meinem Team. Mega stark. Uff. Die Map ist auch super anstrengend einfach, ne? Und ja. Die Map ist auch mega anstrengend, ne? Heuiei. Ärgerlich. Endlich mal einen Sieg in Age of Empires jedenfalls. Ja. War stark. Hat Spaß gemacht. Ich sag mal so, ich habe mich schon sehr 2 gegen 1 gefühlt, ja. Eventuell das Game über. Gleich. Ja, hast du, habt ihr ja gewonnen. Habt ihr, war ja auch bis zu gewissen Grad noch halbwegs spannend. Ja. Ich habe auch am Anfang gemerkt, Grau ist noch nicht so erfahren, ne? Und erstens, das macht ja keinen Spaß, wie wenn direkt gebumst wird, ne? Ja, nee, und zweitens, es macht mehr Spaß, wenn du direkt gebumst wirst. Ja. Also, ich habe erst sehr spät wieder gemerkt, dass du ja ein Kumade warst. Und das ist ja gefährlich, wenn der einfach 2 TC wird, ne? Das ist super gefährlich. Du und dein Anfangs-Scout, der mich übers Eck gehauen hat, ey, das hat mich so abgefährt. Das war mir klar. Mann.